einen kleinen Impuls, in Anführungsstrichen ist das falsche Wort, eine kleine Begleitbemerkung zu machen aus etwas aus dem Bestand des Museums. Ich habe mir das immer einfach gemacht, indem ich ein paar Bilder gezeigt habe. Aber heute Abend ist mir irgendwie danach, Ihnen ein Buch zu zeigen. Und ich weiß, dass die mindestens Hälfte von Ihnen nicht richtig sehen wird. Aber es gibt auch so zwei Bemerkungen. Bücher sind etwas, was eine große Aura hat, auch über das Erkennen können hinweg. Und Hölderlin hat den wunderbaren Ausspruch getan, o Ehret, was du nicht verstehst. Und in diesem Sinne versuche ich mich an etwas, was ich selber auch nicht verstehe. Das ist ein Buch, das wir gerade erst erworben haben. Ein großformatiges Malerbuch. Und warum zeige ich es heute Abend? Weil es nachts heißt. Und es ist ein ganz... Ein Buch, das einfach durch seine intensive Farbigkeit und durch seine starke Bildsprache wirkt. Es hat einen kurzen Text hier zum Thema, das von einer Malerin gemacht ist, die bekannt ist dafür, dass sie eine sehr stark organische Sprache spricht in ihrer Malerei, in ihrer Collage und sich eben mit den organischen Dingen beschäftigt, mit dem Phänomen von Wachsen und von Vergänglichkeit. Und das hat ja in gewisser Weise vielleicht auch etwas mit dem Prozessbank zu tun. Und, diese Seite haben Herr Dorsdörfer und ich vorhin angeschaut und ich sagte, Nacht des Hungers, das ist in einer leider traurigen Art und Weise ja auch mit einer Welt verbunden, in der das Bankenleben eine große Rolle spielt. Und dieses Tier steht eben für das Leben, das sich ernähren müssen, das sich ernähren durch das Tier. Viele Assoziationen, die in diesem Buch da sind. Und ja, spiegele mich, ich bin dein Schicksal und Abend. Also so ist es eine, glaube ich, ganz passende Einstiegsbetrachtung, die ich aber doch noch um ein Stück ergänzen will. Danke, Herr Gange. Ein Stück, das zu den wichtigsten hier in der Sammlung überhaupt gehört. Das ist die berühmte Lehrschrift zum Judentum, die auf Betreiben von Siegfried Guggenheim, dem großen jüdischen Mäzen hier in Offenbach, in den 20er Jahren von Rudolf Koch, dem großen Schriftkünstler, geschrieben worden ist. Eine ganz, ganz wunderbar erlesene Handschrift. In dieser Lehrschrift zum Judentum sind natürlich viele Bekenntnisse niedergeschrieben, die zum Gelingen des Lebens von Menschen miteinander gehören. Und ich wollte einfach ein, zwei kleine Passagen daraus vorlesen, von denen ich denke, dass sie zeitlos sind, dass sie geradezu themenlos sind und doch auch mit unserer Zeit im Moment sehr in Verbindung stehen. Und die Bemerkung ist, Arme und Reiche begegnen einander, dem Herrn leiht, wer des Armen sich erbarmt, er wird die Wohltat ihm vergelten. Was dem Armen leid, tut besser, als wer dem Armen leid, tut besser, als wer ihm Almosen gibt. Das finde ich auch für eine Bank eine interessante Überlegung. Und schließlich will ich nur das noch lesen, was, glaube ich, uns im Moment sehr, sehr beschäftigt. Reich dem Hungrigen dein Brot, Verfolgte führe in dein Haus und entziehe nicht deinem Bruder. Und das wollte ich gerne zum uns alle im Moment beschäftigenden Thema der Flüchtlinge gerne mit beitragen und zeigen, dass auch die vermeintlich alten Bücher sehr neue und wichtige Weisheiten enthalten. Vielen Dank. Ja, danke, lieber Stefan Soltik. Es ist immer schwierig, wenn man dann nach dir eben keine wertvollen Bücher vorzeigen kann und auch ganz profan wieder auf das Thema zurückführen muss. Aber ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig zu sehen, dass solche Themen wie das heutige natürlich auch in einem Kontext stehen, in einer Historie stehen. Und danke, dass du uns da nochmal so schön rangeführt hast. Sehr geehrter Herr Dr. Wörsdörfer,
Ich freue mich sehr, dass wir heute Sie hier haben und Sie uns etwas über Banken sagen wollen. Liebe Frau Schmidt, Ihnen den herzlichen Dank, dass es mal wieder so hervorragend gelungen ist, die gemeinsame Kooperation dann auch dazu zu nutzen, einen Saal wie diesen absolut zu füllen. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass ich Sie hier zur vierten Veranstaltung Goethe Lecture Offenbach begrüßen darf. Als wir damit gestartet sind, bei der ersten Veranstaltung, haben wir gesagt, wir waren schon relativ stolz, dass der Saal so halb voll war und hatten keine genaue Vorstellung, wo das enden wird. Wir hatten aber schon die Idee, dass diese Reihe etwas in die Stadtgesellschaft hineintragen kann und daher auch auf Interesse stoßen wird. Diese Kooperation, die wir mit dem Exzellenzcluster normative Herausbildung normativen Ordnungen eingegangen sind, ist für mich eine seit 2013 laufende Erfolgsgeschichte. Damals, 2013, hatten wir hier den ersten Vortrag von Herrn Professor Günther, der mit der Frage, wem gehört das Internet, auch ein sehr aktuelles Thema aufgenommen hat, ein sehr spannendes Thema aufgenommen hat. Dann gab es in 2014 eine Initiative des Clusters zur Luminale, eine ganz spannende Geschichte, dass das Cluster nicht nur Wissen nach außen trägt, sondern auch etwas Bildliches, etwas wirklich Schönes mit Licht gemacht hat bei der Luminale. Und dann eben die diesjährige Reihe mit vier zunächst, wenn man so die Themen sich anhört, ganz unterschiedlichen Themen an die Sache herangegangen ist, aber dann doch einen Bogen schlägt. Wir als Wirtschaftsförderung haben dieses Thema der Kooperation mit dem Cluster mit großer Begeisterung sehr gern aufgenommen, weil es uns ein Anliegen war, neben der Aufgabenstellung, dass wir natürlich auch Firmen ansiedeln sollen, auch etwas zu tun, um zu zeigen, dass Offenbach auch eine kreative Seite hat, eine Seite, in der Offenbach und die Stadtbevölkerung auch bereit ist, neue Themen aufzunehmen. Es war uns und ist uns ein Anliegen, etwas, wenn auch nur im kleinen Stil, zum Wissenstransfer aus der Wissenschaft hinein in die Stadtgesellschaft hiermit leisten zu können. Auch das hat mit Kreativität zu tun. Auch das ist ein Thema Offenbachs, muss man ganz deutlich sagen. Und wir wollen natürlich auch ein Feld bieten, auf dem man sich über aktuelle, gesellschaftlich, wissenschaftlich relevante Themen austauschen kann. Ich glaube, das ist uns mit dieser Reihe Goethe Lectures Offenbach ganz gut gelungen. Wir haben in dem Jahr drei Veranstaltungen gehabt. Das erste war Professor Negel zum Thema Burnout. Und da kann man dann vielleicht den Kreis auch schließen, denn er hat damals darüber gesprochen, wie das Thema Burnout innerhalb der Banken wirkt. Wie also Bankenmitarbeiter durch Tätigkeiten, durch Stress, durch Ähnliches zu einem Burnout kommen. Also von daher ist sozusagen der Bogen relativ einfach zu schlagen. Wir haben dann Dr. Kettemann gehabt zum Thema Internet. Frau Professor Imhausen, ganz spannendes Thema, zur Entstehung der Schrift, wo ich zunächst gedacht habe, naja gut, wir haben halt das veranstaltet, dann müsst ihr auch hingehen. Ich war total fasziniert und ich war unglaublich gespannt. Die Zeit war um und ich denke, warum redet die nur so kurz? Ich gucke auf die Uhr und es war wirklich ein total spannendes Thema. Und das ist für mich eine der Qualitäten dieser Reihe, dass man ganz breit angelegt Themen diskutiert, die aber dann doch immer wieder einen Fokus auf das Heute zeigen. Das fand ich bei der ganzen Reihe so spannend. Das Sahnehäubchen heute vielleicht obendrauf oder eines der spannenden Themen, die wir jetzt zum vierten Mal haben werden, ist eben die Frage vom Thema Banken und Menschenrechte. Ein ganz spannendes Thema, was natürlich auch mit dem zusammenhängt, was du eben und das Verbindung hat und das, was du eben angesprochen hattest, Flüchtlingsthematik, ähnliche Themen. Ich bin gespannt. Wir werden diese Reihe natürlich fortsetzen, soll ja eine erfolgreiche Reihe nicht einfach aufgeben. Und ich kann Ihnen heute mit Stolz sagen, dass die nächste Veranstaltung am 2. Februar 2016 stattfinden wird. Und wir da einen Redner haben, nämlich Herrn Professor Rainer Klum, den Rektor der Universität von Luxemburg und natürlich auch Mitglied des Clusters. Also da freue ich mich auch ganz besonders darauf, dass wir das 2016 mit so einer prominenten Person starten können. Also auch danke, dass das dann auch geklappt hat. Thematisch ist das heutige Thema meiner Ansicht nach ein kritisches, ein spannendes, ein kontroverses Thema. Ich habe mich natürlich wie immer ein bisschen auf diese Veranstaltung heute vorbereitet, wie man das üblicherweise macht. Stefan geht dann in seine Bibliothek und guckt und einer muss dann halt vielleicht googeln. Und wenn man
einfach das Thema des heutigen Abends eingibt oder das einfach Banken und Menschenrechte am Stück eingibt, dann findet man so interessante Sätze wie Weltbank verletzt Menschenrechte weltweit oder Menschenrechte Doppelpunkt nur Schaufensterdekoration, Banken für mangelnde Umsetzung von UN-Leitprinzipien kritisiert. Man findet sogar eine Homepage, die heißt tatsächlich in einem durchgeschrieben Banken und Menschenrechte.ch, also eine Schweizer Geschichte. Dort ist zu lesen, dass die beiden großen Schweizer Banken, die Credit Suisse und die UBS, nur sehr vage sich zu dem Thema Menschenrechte bekennen. Man kann dort auch finden, dass aus der Sicht der Schweizer vorbildhaft in diesem Bereich die Rabobank und die Barclays Bank sind, die wohl sehr stark sich mit dem Thema, welche Wirkung hat das Handeln der Bank auf Menschenrechte, auseinandersetzen. Forderungen, die auf dieser Homepage an die Credit Suisse und die UBS gestellt werden, sind eigentlich vier wichtige, nämlich die Formulierung einer umfassenden Menschenrechtsrichtlinie, die Konkretisierung dieser Politik dann mit Hilfe von Standards, messbaren und detaillierten Standards, die Veröffentlichung der Politik und der Standards, die da zugrunde liegen, und am Schluss, und das finde ich auch interessant, die Umsetzung der Standards durch seriöse und professionelle Prüfung der Geschäfte der Banken und deren Folgen auf die Menschenrechte. Also durchaus ein unglaublich schwer zu fassendes, für mich schwer zu fassendes Feld. Umso interessierter bin ich heute, wie Sie das dann fassen werden. Bevor ich allerdings Ihnen, sehr geehrter Herr Wörnsdorfer, das Podium übergeben habe, wollte ich Frau Schmidt noch kurz bitten, uns von Seiten des Clusters noch ein bisschen was zu sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, lieber Herr Amlager, vielen Dank. Lieber Herr Dr. Soltek, danke, dass wir erneut zu Gast sein dürfen. Lieber Herr Dr. Wörsdorfer, wir freuen uns tatsächlich sehr, dass wir jetzt, wie Herr Amberger gesagt hat, schon eine Reihe haben, mit der wir hier in Offenbach auch inzwischen ein Publikum gefunden haben. Wir haben es bei der Pressekonferenz gesagt, auch Goethe ist über den Main gegangen und wir möchten das auch in die Region, also Wissenstransfer, nicht nur aus der Universität, aus dem Elfenbeinturm in die Stadt Frankfurt, sondern in die Region, in die Stadt Offenbach. Und da haben wir mit der Wirtschaftsförderung Offenbach den geradezu idealen Partner gefunden. Und auch da gebe ich Herrn Amberger völlig recht, seit 2013 das eine oder andere gelungene Projekt, in der Tat bei der Luminale mit unserem Klimaforscher hier am Rathaus, dann die Reihe. Und wir sind gerade schwer im Hintergrund am Arbeiten, Frau Baumann und ich, um auch ganz überraschend und kurzfristig dieses Jahr wieder bei der Luminale dabei sein zu können, in 2016. Das ist meine Überraschung für Sie heute Abend. Ich hoffe, das wird klappen. Wir freuen uns jedenfalls. Und in der Tat, Sie haben eben gesagt, die Reihe geht weiter mit Professor Klump. Das ist auch schon die Verbindung zu heute Abend. Ist vielleicht nicht auf den ersten Blick, denn Herr Dr. Wörsdorfer und Professor Klump arbeiten in diesem Forschungsprojekt schon seit einigen Jahren zusammen. Und nachdem Professor Klump die Universität Richtung Luxemburg zu neuen Aufgaben verlassen hat, ist es, kann man einfach so sagen, jetzt das Forschungsprojekt einfach alleine von Herrn Dr. Wörsdorfer. Insofern sehen Sie, die aus der gleichen Richtung kommen, aber ganz unterschiedlich. Während wir uns heute eben mit Banken und Menschenrechten befassen, wird Herr Klump in die Richtung Europas Zukunft, das haben wir jetzt mit ihm besprochen, also eher Bürgerunion und Binnenmarkt sprechen. Das ist die Ankündigung für Februar. Und insofern freuen wir uns sehr und sind sehr, sehr gerne zu Gast im Klingspor-Museum und haben gerade nach der letzten Veranstaltung, die Sie zitiert haben mit Professor Warner, sehr viele freundliche Zusagen, Zuschriften bekommen, dass gerade dieser Ort ideal war, um dieses Thema zu behandeln. Also herzlichen Dank Ihnen beiden für die Kooperation und Ihnen für das Kommen. Und falls Sie sich fragen, jetzt fällt immer dieser Begriff der Exzellenzcluster, die Herausbildung normativer Ordnungen. Wenn man da anfängt, fragt man sich das wahrscheinlich auch. Mir ging es jedenfalls so, was ist das um Himmels Willen? Ich sehe, der ein oder andere von Ihnen nickt. Das ist erstmal ganz basal einfach nur ein Forschungsverbund an der Universität Frankfurt. Den Begriff und auch solche sperrigen Titel, die da bei uns heißen, Principal Investigator, das von Normative Orders, was soll das heißen? Das ist sozusagen der neudeutsche Sprech unseres Förderers. Diese
ganze Geschichte, die sogenannte Exzellenzinitiative, wird von Bund und Ländern gefördert im Rahmen der sogenannten Exzellenzinitiative seit 2007. Und wir sind ein Forschungsverbund, der in diesem Rahmen gegründet wurde. Das heißt, man wird außerhalb der, also an der Universität Frankfurt, aber mit Drittmitteln von außerhalb finanziert und hat deswegen die Möglichkeit, über die Lehre und Forschung hinaus auch noch solche interessanten Projekte wie dieses zu veranstalten. Und gleichzeitig, wenn Sie einen Blick auf unsere Seite werfen würden, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, da finden Sie nicht nur Überblick und Ausblick und Rückblick auf bisherige Veranstaltungen, Videoaufzeichnungen, wenn Sie heute nicht ganz mitkommen, weil Herrn Dr. Wörsdörfer zum Beispiel, können Sie das in Kürze nochmal nachhören. Aber vor allem würden Sie sehen, was ist so ein Forschungsverbund? In unserem Falle betrifft es ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Das ist sozusagen das, was uns auszeichnet. Wir haben Ökonomen, aber gleichzeitig auch Politikwissenschaftler, Philosophen, Juristen, jetzt muss ich kurz überlegen, Religionswissenschaftler, Ethnologen. Und von diesen unterschiedlichen Perspektiven aus beschäftigen wir uns mit der Frage, wie normative Ordnungen, also wie Regeln, man könnte es ganz basal sagen, des Zusammenlebens und des Zusammenfunktionierens von Gesellschaften entstehen. Auf ökonomischer Basis, auf gesellschaftspolitischer Ebene, im Stammesvolk in Mali, da gibt es ein Forschungsprojekt, in der EU, auf juristischer Ebene, also aus den unterschiedlichsten Disziplinen beleuchten wir diese Frage. Das verbirgt sich also hinter dem hochtrabenden Titel. Jetzt zu unserem heutigen Abend. Ich darf Ihnen unseren Referenten vorstellen. Herr Dr. Manuel Wörsdörfer ist Habilitant im Exzellenzcluster und eben Postdoktorand in dem von mir eben erwähnten Forschungsprojekt. Die wissenschaftlichen Schwerpunkte umfassen die Unternehmensethik, die Wirtschaftsethik, das haben Sie sich fast gedacht, aber auch die ökonomische Theoriegeschichte. Das Forschungsprojekt, was ich jetzt mehrfach erwähnt habe, heißt Eigeninteresse versus Gemeinwohl über den Normenwandel innerhalb der Ökonomik. Und da sehen Sie, wir also einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema eingeladen, denn hier geht es, wie der Titel schon sagt, um den vermeintlichen Interessenkonflikt zwischen den eigenen Interessen und dem Gemeinwohl und insofern auch um ein Kernthema des Exzellenzclusters eben aus der ökonomischen Sicht. Er ist auch der, wenn ich es richtig recherchiert habe, eines der häufigst diskutierten Themen an der Schnittstelle Ökologie, Ökonomie und zählt eben zu Wirtschaftsethik, Umweltethik, also zwei hochaktuelle Themenbereiche. Was ich Ihnen von der Publikationsliste ersparen möchte, ist die Nennung der vielfachen Publikationen, die es jetzt bei Herrn Dr. Wörsdörfer schon gibt. Es geht da vor allem um die Äquatorprinzipien. Ob er Ihnen das erläutern wird, weiß ich nicht, aber ich nehme es an. Ein Aufsatz aus jüngster Zeit ist Human Rights Due Diligence und die Äquatorprinzipien. Wenn Sie das vertieft nachlesen wollen, es gibt eine Monographie, die wohl in Kürze erscheinen wird, die heißt A New Understanding of Economic Behavior, Organizations and Regulation, Foundations, Options and Challenges. Ich hoffe, es wird heute etwas, leichter fassbar, aber wir sind gespannt. Und neben den genannten Themen geht es dann in der Forschungsarbeit auch um das Thema des Ordoliberalismus, ob er Ihnen erklären wird, was das ist, das weiß ich nicht, möglicherweise am Rande oder mindestens im Nachgespräch. In diesem Bereich ist auch die Dissertation von Herrn Wörsdörfer gelegen, die hieß die normativen und wirtschaftsethischen Grundlagen des Ordoliberalismus. Fragen Sie ruhig später einmal nach. Jetzt sind wir aber zunächst mal auf Ihren Vortrag gespannt. Herzlich willkommen und herzlichen Dank. Das ist nur für die Tonaufnahme, das finde ich mal. Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte und vielen Dank auch für die Einleitung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und Ihnen meine jüngsten Forschungsergebnisse vorstellen zu können. Der Schwerpunkt oder Mittelpunkt meines Vortrags heute stehen die Äquatorprinzipien, eine äußerst spannende, aber auch kontrovers diskutierte Corporate Social Responsibility Initiative im Bereich des Bankenwesens. Und ich möchte diese Äquatorprinzipien aus wirtschaftsethischer Perspektive näher beleuchten und mit Hilfe der jüngsten Erkenntnisse der sogenannten Business and Human Rights Debatte, also der Unternehmen- und Menschenrechtsdebatte, kritisch analysieren. Meine Präsentation ist wie folgt aufgebaut. In den ersten drei Kapiteln möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen
zu den Äquatorprinzipien, abgekürzt hier mit EP, sowie zu deren Geschichte geben. Und im dritten Schritt werde ich Ihnen dann auch die zentralen Erkenntnisse der Unternehmen- und Menschenrechtsdebatte zusammenfassen. Im vierten Schritt werde ich dann die institutionellen Schwachpunkte dieser Initiative, dieser CSR-Initiative beleuchten, bevor ich dann in einem fünften Schritt einige Reformvorschläge unterbreiten werde, wie man diese Schwachstellen beheben kann und wie man diese CSR-Initiative nachhaltig stärken kann. Was sind die Äquatorprinzipien? Die Äquatorprinzipien sind ein freiwilliger Finanzindustriestandard im Bereich der internationalen Projektfinanzierung und offiziell werden sie definiert als ein Kreditrisikomanagement-Framework, mit deren Hilfe es gelingen soll, Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsrisiken möglichst frühzeitig zu erkennen und wenn es geht, zu minimieren oder aber ganz zu vermeiden. Der Begriff Äquator soll dabei deutlich machen, dass es hierbei um die angestrebte Balance zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre bzw. zwischen Ost und West geht und dass die Äquatorprinzipien auch sowohl Anwendung finden bei den Industrieländern, aber auch bei den Schwellenländern und den sogenannten Entwicklungsländern. Darüber hinaus verdeutlicht der Begriff Äquator auch, dass die Äquatorprinzipien globale Anwendung anstreben, das heißt, sie gelten auf beiden Seiten des Äquators und insbesondere für die folgenden vier Finanzmarktprodukte. Zunächst einmal geht es hier um die Projektfinanzierung. Was ist Projektfinanzierung? Projektfinanzierung finanziert die Planung, Gestaltung und Konstruktion von großen Industrie- und Telekommunikations- oder Infrastrukturprojekten. Hierunter fallen beispielsweise Staudammprojekte, Bergbauprojekte, aber auch Öl- und Gasförderungsprojekte oder ganz allgemein Kraftwerksbauten. Zweite wichtige Finanzkategorie sind die sogenannten Beratungsdienstleistungen rund um die Projektfinanzierung. Als dritten wichtigen Punkt werden dann Corporate Loans und als vierten Punkt Bridge Loans darunter gefasst. Das heißt, es geht hier auch um projektbezogene Unternehmenskredite sowie um eine Form von Zwischenfinanzierung, die auch wiederum bezogen ist auf diese Projektfinanzierung. Die Äquatorprinzipien werden unterzeichnet von sogenannten Äquatorbanken oder Equator Principles Financial Institutions. Das sind Banken und Finanzinstitute, die im Bereich der Projektfinanzierung oder den Beratungsdienstleistungen rund um die Projektfinanzierung tätig sind. Diese Äquatorbanken verpflichten sich bei der Vergabe dieser Finanzmittel, gewisse Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten und sie verpflichten sich auch, keine Finanzmittel an Klienten, an Kunden zu vergeben, die nicht bereit sind oder nicht willens und in der Lage sind, derartige Standards einzuhalten. Stand heute gibt es 81 internationale Banken aus 37 Nationen, die diese Prinzipien unterzeichnet haben und versuchen, diese auch in der Realität umzusetzen. Die Äquatorprinzipien basieren auf den sogenannten Performance Standards on Environmental and Social Sustainability der International Finance Corporation. International Finance Corporation, eine Tochtergesellschaft der Weltbankgruppe, die sich darauf spezialisiert hat, Kredite an private Organisationen zu vergeben. Das heißt, im Unterschied zur Weltbankgruppe, die vorwiegend Kredite und Finanzmittel an staatliche Organisationen vergibt, geht es hier, wie gesagt, um die privaten Institutionen. Darüber hinaus ist auch die Weltbankgruppe natürlich involviert. Das heißt, hier basieren die Äquatorprinzipien auf den sogenannten Environmental Health and Safety Guidelines. Und typischerweise ist es so, dass wenn eine Aktualisierung oder ein Update dieser Standards stattfindet, werden kurze Zeit später auch die Äquatorprinzipien aktualisiert. Das Ziel der Äquatorprinzipien ist es, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern, beispielsweise indem sensible Ökosysteme oder die Biodiversität geschützt werden und indem beispielsweise die Rechte von indigenen Bevölkerungsgruppen respektiert und geachtet werden. Um derartige Ziele zu realisieren, gibt es verschiedene Verpflichtungen, sowohl auf der Kreditnehmer- als auch auf der Kreditgeberseite. Und hier sind diese 10 Prinzipien kurz aufgelistet. Das heißt, es geht einerseits geht es darum, zunächst einmal Projekte vor der Finanzierungsentscheidung zu kategorisieren. Und das geht wie folgt vor, dass man wirklich sich anschaut, was könnten die tatsächlichen oder potenziellen Umwelt- und Sozialrisiken eines Projektes sein. Und wie hoch können diese Risiken ausfallen? Da gibt es 3 Kategorien. Die Kategorie A, das wären die Hochrisikoprojekte, wo es wirklich irreparable Schäden geben kann für die Lokalbevölkerung oder eben auch für die Umwelt. Kategorie B wären die mittleren Risikoprojekte und Kategorie C wären die Niedrigrisikoprojekte. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Umwelt- und Verträglichkeitsprüfungen, die durchgeführt werden müssen.
Es müssen gewisse Managementsysteme oder Aktionspläne umgesetzt werden, mit deren Hilfe es gelingen soll, derartige Umwelt- und Sozialrisiken möglichst zu minimieren oder wenn es geht, sogar komplett zu vermeiden. Ganz, ganz wichtig ist Prinzip 5. Da geht es um den sogenannten Stakeholder-Dialog. Das heißt, es muss tatsächlich eine direkte Konsultation und Partizipation der Lokalbevölkerung ermöglicht werden. Das heißt, es findet tatsächlich eine Art Dialog zwischen den Banken, den Projektbetreibern und beispielsweise indigenen Völkern oder bei NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen statt. Und es muss natürlich auch gewisse Beschwerdemöglichkeiten oder Beschwerdemechanismen geben. Das heißt, dass wirklich die Lokalbevölkerung vor Ort bei gewissen Missständen auf diese hinweisen kann und möglichst auf deren Abstellung drängen kann. Dann gibt es natürlich im Prinzip 7 und Prinzip 9 gibt es natürlich gewisse Kontroll- und Sanktions- und Überwachungsmechanismen. Und im schließlichen letzten Prinzip, im Prinzip 10, gibt es dann eben auch gewisse Berichterstattungspflichten, denen die Banken, aber auch deren Klienten nachkommen müssen. Wichtig ist Prinzip 8, die sogenannten Covenants, das sind Kreditvergabeklauseln oder Vertragsklauseln, die direkter Bestandteil der Kreditvereinbarungen werden. Und das heißt, hier ist es so, dass Banken die Möglichkeit haben, bei einer Verletzung dieser Umwelt- und Sozialstandards die einmal bewilligten finanziellen Mittel zu widerrufen oder aber weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Das heißt, hier liegt natürlich ein erhebliches Druckpotenzial, was die Banken haben, um gewisse Umwelt- und Sozialstandards durchzusetzen. Schauen wir jetzt kurz die Geschichte der Quaderprinzipien an. Die Quaderprinzipien wurden 2003 erstmals formuliert und 2006 und 2013 erneut überarbeitet. 2008 und 2010 wurde dann das Sekretariat und die entsprechende Quaderprinzipienorganisation gegründet und durch entsprechende Governance Rules formell festgeschrieben. Im Jahr 2013, also vor etwas mehr als 2 Jahren, feierte die Credit Principles Association das 10-jährige Bestehen dieser Prinzipien und gleichzeitig die formelle Verabschiedung der 3. Generation der Quaderprinzipien, die sogenannten EP3 oder EP3. Wenn wir uns anschauen, was sind die zentralen Neuerungen dieser 3. Generation der Quaderprinzipien, so lässt sich feststellen, dass zum einen geht es darum, möglichst den Kampf gegen den Klimawandel oder die globale Erderwärmung aufzunehmen. Und hier geht es darum, möglichst Treibhausgasreduzierende Technologien oder Verfahren zu verwenden und möglichst darauf zu achten, dass die Gestaltung und Durchführung derartiger Projekte möglichst CO2-unintensiv ist. Das heißt, es geht hier wirklich um die Reduktion von CO2-Emissionen und Treibhausgasen. Die zweite wichtige Neuerung ist der explizite Verweis auf die sogenannten Ruggie-Prinzipien. John Ruggie war der UN-Sonderbeauftragte für Unternehmen und Menschenrechte unter Kofi Annan. Und er hat 2008 bzw. 2011 entsprechende Prinzipien vorgelegt, wie Unternehmen eben Menschenrechtsstandards realisieren und durchsetzen können. Und diese Prinzipien sind dann 2011 in die sogenannten UN Guiding Principles on Business and Human Rights eingeflossen. Und die Quaderprinzipien nehmen diese Prinzipien explizit auf und versuchen halt auch hier bei der Planung, Gestaltung und Konstruktion derartiger Projekte die Menschenrechte zu respektieren und zu achten, insbesondere die Menschenrechte von indigenen Bevölkerungsgruppen. Das Problem der Quaderprinzipien ist nun, dass sie nur eine beschränkte Wirksamkeit in der Realität entfalten. Einige Beobachter gehen sogar so weit und sagen, es liegt ein komplettes Versagen dieser CSR-Initiative vor. Und der Grund wird häufig festgemacht an inadäquaten oder ineffizienten Governance-Mechanismen, das heißt mangelnden Durchsetzungs-, Monitoring- und Sanktionsmechanismen. Nach wie vor ist es so, dass eine Vielzahl von Banken und insbesondere ihre Klienten in moralisch fragwürdigen Projekten engagiert sind. Das sind dann die sogenannten Dirty Projects oder Dodgy Deals. Das sind solche Projekte, bei denen es zu massiven Verletzungen von Menschenrechten oder eben von Umwelt- und Sozialstandards kommt. Und auf die ich dann im weiteren Verlauf meines Vortrags dann noch näher eingehen werde. Mir geht es nun darum, die Quaderprinzipien aus wirtschaftsethischer Perspektive und insbesondere aus der Perspektive der Unternehmen und Menschenrechte zu analysieren und dann auch auf gewisse Schwachstellen hinzuweisen und im letzten Schritt dann entsprechende Reformvorschläge zu unterbreiten. Schauen wir uns zunächst die zentralen Erkenntnisse der Unternehmen- und Menschenrechtsdebatte an. Hier sind zunächst 2 Unterscheidungen zu treffen. Zunächst die Unterscheidung zwischen negativen und positiven Pflichten und dann die Entscheidung zwischen Influence as Impact und Influence as Leverage.
Negative Pflichten in Bezug auf Menschenrechte besagen ganz einfach, dass Unternehmen die Verpflichtung haben, Menschenrechte zu respektieren und zu achten, das heißt also die vor Ort geltenden Gesetze einzuhalten. Positive Pflichten hingegen besagen, dass Banken oder andere multinationale Unternehmen sich aktiv für die Durchsetzung, für die Realisierung, für den Schutz dieser Menschenrechte einsetzen sollten. Die zweite Unterscheidung ist die zwischen Influences Impact versus Influences Leverage. Influences Impact besagt ganz einfach oder bezieht sich auf die direkten Auswirkungen von Unternehmerhandeln in der Realität, während Influences Leverage sich auf die Einflussmöglichkeiten eines Unternehmens bezieht, also auf die Möglichkeiten, das Verhalten und Handeln der Geschäftspartner direkt oder aber indirekt zu beeinflussen. Und im weiteren Verlauf meines Vortrags geht es eben genau um diese positiven, aber auch diese Leverage-basierten Verantwortung von multinationalen Unternehmen und von Banken. Wenn man diese beiden Unterscheidungen miteinander verbindet, erhält man als Resultat vier Varianten von Unternehmensverantwortung und ich möchte diese anhand von Beispielen deutlich machen. Zunächst die negative und impactbasierte Unternehmensverantwortung. Hier geht es beispielsweise darum, dass Unternehmen sich nicht aktiv an Umsiedlungsmaßnahmen von indigenen Völkern beteiligen sollen. Zweitens positive und impactbasierte. Hier geht es darum, dass Unternehmen sich aktiv für menschenwürdige Arbeits- und Produktionsbedingungen einsetzen. Die negative und leverage-basierte Unternehmensverantwortung besagt, dass Banken beispielsweise aktiv von ihren Einflussmöglichkeiten auf ihre Kunden, auf ihre Kreditnehmer Einfluss ausüben sollten, mit dem Ziel, möglichst Umweltverletzungen oder Verletzungen von Sozialstandards zu vermeiden oder zu minimieren. Und der letzte Punkt ist der, der für mich ganz besonders wichtig ist, das sind die sogenannten positiven und leverage-basierten Verantwortung oder Verpflichtungen von multinationalen Unternehmen. Und das besagt beispielsweise, dass Banken direkt Einfluss auf ihre Geschäftspartner nehmen sollten, mit dem Ziel, möglichst nachhaltige Produktions- und Geschäftsbedingungen zu realisieren. Das Problem derzeit ist, dass das gegenwärtige State-of-the-Art-Konzept im Bereich Unternehmen und Menschenrechte, das sogenannte RUGI-Konzept oder die UN Guiding Principles on Business and Human Rights, als ein negatives und impactbasiertes Verantwortungskonzept zu charakterisieren ist. Was bedeutet dies nun konkret? RUGI geht davon aus, dass die Nationalstaaten die primären Verantwortungs- und Pflichtenträger sind, wenn es um den Schutz und die Durchsetzung von Menschenrechten geht. Das heißt, sämtliche positiven Pflichten sind also Bestandteil dieses exklusiven Verantwortungs- und Aufgabenbereichs der Nationalstaaten. Unternehmen hingegen haben laut RUGI lediglich die negative Verpflichtung, Menschenrechte zu respektieren und zu achten. Sie haben jedoch keine Verpflichtung, sich auch aktiv für die Durchsetzung und für die Realisierung dieser Menschenrechte einzusetzen. Und das wiederum bedeutet, dass das gegenwärtige Konzept, wie gesagt, als ein negatives und impactbasiertes Konzept aufzufassen ist. Und in meiner Habilitation, genauso wie auch in meinen anderen Aufsätzen, argumentiere ich eben für den Übergang von diesem negativen und impactbasierten Konzept hin zu einem positiven und leverage-basierten Konzept. Und dies soll insbesondere für multinationale Unternehmen und für Banken gelten, weil diese Institute eben einen hohen Leverage oder hohe Einflussmöglichkeiten über ihre Kunden haben. Da die Äquatorprinzipien explizit auf die RUGI-Prinzipien verweisen, können sie ebenfalls als ein negatives und impactbasiertes Konzept beschrieben werden. Und damit treffen natürlich auch ähnliche Kritikpunkte wie auf den RUGI-Framework auf dieses CSR-Konzept zu. Und die Hauptkritikpunkte an RUGI wie auch an den Äquatorprinzipien ist zum einen, dass es eine Art Menschenrechtsminimalismus gibt. Das ist eben genau dieses Verhaftetsein in einem negativen und impactbasierten CSR-Konzept. Zweitens wird kritisiert die Nationalstaatszentrierte. Das heißt, RUGI und die Äquatorprinzipien gehen eben davon aus, dass es die Hauptaufgabe von Nationalstaaten ist, sich für den Schutz und die Realisierung von Menschenrechten einzusetzen. Und drittens wird kritisiert die Annahme der Freiwilligkeit. Das heißt, Unternehmen haben lediglich, es obliegt denen, ob sie sich für den Schutz und für die Menschenrechte einsetzen wollen oder nicht. Es ist also eine Angelegenheit, eine freiwillige Angelegenheit. Und es gibt keine moralische oder aber gesetzliche Verpflichtung für Banken und andere multinationale Unternehmen, sich aktiv für den Schutz und die Realisierung der Menschenrechte einzusetzen. Wie bereits erwähnt, ist es meines Erachtens notwendig, gerade über diese Annahme der Freiwilligkeit hinauszugehen und gerade diesen Übergang von einem negativen
und impactbasierten CSR-Konzept, wie wir es derzeit haben, hin zu einem positiven und leverage-basierten CSR-Konzept zu kommen. Darüber hinaus argumentiere ich auch für verstärkte rechtlich bindende Elemente, insbesondere in transnationalen CSR-Initiativen, weil wie wir sehen werden, CSR-Initiativen, die auf reiner Freiwilligkeit basieren, wie beispielsweise die Äquator-Prinzipien, haben häufig einen beschränkten Effekt oder eine beschränkte Wirksamkeit in der Realität. Darauf werde ich später noch eingehen, wenn ich über meine empirischen Arbeiten reden werde. Was kann nun einen Übergang von einem negativen, impactbasierten CSR-Modell zu einem positiven, leverage-basierten CSR-Modell argumentativ stützen? Und hier möchte ich insbesondere auf zwei Argumente eingehen. Zunächst einmal das Transnational Legal Theory Argument. Die Äquator-Prinzipien, aber auch Ruggie, gehen davon aus, dass Banken und andere multinationale Unternehmen apolitische und private Institute wären, die über lediglich begrenzte Einflussmöglichkeiten und begrenzte politische Verantwortung oder politische Verpflichtungen verfügen würden. Demgegenüber stehen die jüngsten Ergebnisse der sogenannten politischen CSR-Forschung, die ganz klar herausgearbeitet haben, dass multinationale Unternehmen einen Prozess der Politisierung in den vergangenen Jahren unterlaufen haben. Das wiederum bedeutet, dass wir einen Übergang hatten von dieser traditionellen nationalstaatlichen westfälischen Weltordnung hin zu einer transnationalen postwestfälischen Weltordnung, eng verbunden auch mit einem Übergang von Government, also von Regierungshandeln hin zu Governance. Das heißt, dass wir eine Mischung haben von Soft Law und Hard Law, dass also wirklich insbesondere multinationale Unternehmen, aber auch andere nichtstaatliche Akteure massiv sich an Regulierungsaufgaben beteiligen, insbesondere auf der transnationalen Ebene. Und dieser Übergang von der westfälischen zur postwestfälischen Weltordnung kann charakterisiert werden durch die folgenden Charakteristika. Zunächst einmal fand in den vergangenen Jahrzehnten bedingt durch Globalisierungsprozesse eine Erosion staatlicher Macht statt, das heißt eine partielle Entmachtung der Nationalstaaten und gleichzeitig eine Zunahme der Macht von nichtstaatlichen Akteuren, wie beispielsweise NGOs, zivilgesellschaftlichen Organisationen und insbesondere multinationalen Konzernen. Darüber hinaus haben wir es verstärkt zu tun mit sogenannten Governance Gaps, das heißt regulatorischen Vakuen, sowohl auf der nationalstaatlichen Ebene als auch auf der transnationalen Ebene. Und die Frage ist, wie wir diese Governance Gaps beispielsweise in puncto Klimaschutz oder Menschenrechtsschutz füllen können und welche Rolle hier nichtstaatliche Akteure spielen sollten. Und schließlich der letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, ist die Politisierung nichtstaatlicher Akteure und damit verbunden natürlich auch veränderte Beziehungen zwischen Staaten, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Und hier ist es insbesondere wichtig, dass multinationale Konzerne nicht mehr bloß Adressaten von Regulierung sind, sondern vermehrt auch Co-Autoren von Regulierung sind. Das heißt, sie können also bezeichnet werden als quasi politische Akteure, Regel- und Standardsetzer, wie es beispielsweise die Äquator-Prinzipien deutlich machen, weil das ist eben eine nichtstaatliche Initiative, wo insbesondere multinationale Konzerne von entscheidender Bedeutung sind. Und das Argument der Symmetrie würde nun eben so wie folgt argumentieren, dass man sagt, multinationale Konzerne haben eine herausragende Machtfülle, herausragende Einflussmöglichkeiten und damit sollten natürlich auch gewisse moralische Verpflichtungen einhergehen, insbesondere eine Verpflichtung im Hinblick auf die Gestaltung der Weltwirtschaft. Und dann wiederum wird auch postuliert ein gewisser Zusammenhang zwischen der Größe eines Unternehmens, den finanziellen und personellen Ressourcen eines Unternehmens und auch den Gewinnmargen eines Unternehmens auf der einen Seite, den Einflussmöglichkeiten sowie den damit korrespondierenden politischen Verantwortlichkeiten auf der anderen Seite. Das heißt, je größer ein Unternehmen ist, desto größer sind auch seine Einflussmöglichkeiten und damit natürlich auch seine moralischen und politischen Verantwortung oder Verpflichtungen. Und dies gilt natürlich insbesondere für Banken und für multinationale Finanzinstitute, da die natürlich eine zentrale Rolle innerhalb der Weltwirtschaft einnehmen. Sie verzahnen nicht nur die Real mit der Finanzwirtschaft, sondern durch die Vergabe von Finanzmitteln, beispielsweise in Form von Unternehmenskrediten oder Unternehmensanleihen, durch die Ausgabe von Anleihen, Wertpapieren und Aktien, können sie eben großen Einfluss auf ihre Geschäftspartner sowohl vor der Kreditvergabe oder vor der Projektfinanzierung oder Projektgenehmigung ausüben, als auch über den gesamten Verlauf dieser Projekte. Und dies gilt insbesondere auch für die Äquatorbanken, weil die sehr, sehr eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Banken sind also potenzielle Schlüsselakteure in diesem Transformationsprozess hin zu einer ethischen und möglichst ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Weltwirtschaft,
Sie sind potenzielle Katalysatoren auf diesem Weg hin zu einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftsordnung. Das zweite Argument, was ich hier vorstellen möchte, und damit beende ich dann auch den theoretischen Teil und werde dann übergehen zum eher praktisch orientierten Teil. Und dieses zweite Argument, was ich vorbringen möchte, was eben für diesen Übergang hin zu einem positiven und leverage-basierten CSR-Konzept führt, ist das sogenannte Moral Nature of Human Rights Argument. Hier geht es tatsächlich darum, dass moralische Rechte, Menschenrechte hier als moralische Rechte oder moralische Ansprüche aufgefasst werden, die jedem Menschen gleichermaßen und von Geburt an zukommen. Sie sind somit inhärenter Bestandteil des Menschseins. Das bedeutet, dass sie wirklich gleiche, unveräußerliche und unteilbare Rechte sind, die universal und bedingungslos gültig sind, unabhängig beispielsweise von Geschlecht, Ethnie, Nationalität oder auch von sexueller Orientierung. Und dies wiederum bedeutet, dass sowohl Staaten als auch nichtstaatliche Akteure wie multinationale Unternehmen eine bedingungslose Verpflichtung, eine Verpflichtung eingehen, sich bedingungslos für die Menschenrechte einzusetzen und deren Schutz und Realisierung zu garantieren. Das wiederum bedeutet, dass staatliche wie auch nichtstaatliche Akteure sowohl negative Verpflichtungen haben als auch positive Verpflichtungen und eben aktiv sich für die Realisierung der Menschenrechte einsetzen sollten. Schauen wir uns nun die zentralen Schwachstellen der Äquatorprinzipien an. Das Hauptproblem der Äquatorprinzipien sind die ineffizienten, wie auch bei anderen freiwilligen CSR-Initiativen, sind die ineffizienten und inadäquaten Governance-Mechanismen. Das heißt, wir haben hier keine Leistungskriterien, die uns bestimmen lassen, ob die Äquatorprinzipien nun eingehalten werden oder nicht. Es gibt keine Standards, wie nun genau eine Verletzung der Äquatorprinzipien definiert werden kann und wie eine Einhaltung definiert werden kann. Es gibt keinerlei Durchsetzungsmechanismen, wie beispielsweise auch Sanktionsmechanismen. Die einzigen Sanktionsmechanismen, die es gibt, sind, Äquatorbanken können ausgeschlossen werden von dieser Initiative, wenn sie es versäumen, die Mitgliedsgebühr zu zahlen und wenn sie versäumen, ihren Berichterstattungspflichten nachzukommen. Sie können jedoch nicht ausgeschlossen werden, wenn sie die Äquatorprinzipien beispielsweise Umwelt- und Sozialstandards verletzen. Darüber hinaus gibt es auch keinerlei minimale Eintrittsvoraussetzungen, die es vor Vertragsunterzeichnung zu erfüllen gibt. Das heißt, alle Banken können Mitglied dieser Initiative werden, ohne irgendwie einen Nachweis zu erbringen, dass sie auch in der Realität Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Umgehungsstrategien, von Schlupflöchern und von sogenannten Exit-Door-Strategies. Das heißt, es geht wirklich da Banken, aber auch die Kreditnehmer, also die Kunden, verletzen die Äquatorprinzipien in der Realität massiv durch entsprechende Umgehungsstrategien, wie beispielsweise die hier unten aufgeführten. Das heißt, multinationale Unternehmen, aber auch natürlich die Kreditgeber, können beispielsweise ein Projekt nicht als Projekt im Rahmen der Projektfinanzierung abgewickeltes Projekt definieren, sondern sie können ganz einfach sagen, es handelt sich hier um einen Unternehmenskredit, der eben nicht projektbezogen ist. Damit umgehen sie natürlich die Äquatorprinzipien. Zweitens können sie natürlich einfach ihr Projekt nicht als Kategorie A, also als Hochrisikoprojekt einschätzen, sondern als Kategorie B oder C. Und damit vermeiden sie natürlich eine höhere A-Klassifizierung mit den entsprechenden strengeren Verpflichtungen. Und schließlich drittens können sie natürlich auch die finanziellen Mittel in unterschiedlichen Tranchen bereitstellen, um eben diesen Schwellenwert von 10 Millionen US-Dollar, ab denen die Äquatorprinzipien greifen, zu umgehen. Und all diese Umgehungsstrategien oder dieser willkürliche Freiraum, den Unternehmen haben, also sie können wirklich die Äquatorprinzipien unterschiedlich auslegen und können sich trotzdem immer wieder auf die Äquatorprinzipien berufen und deutlich machen, auch nach außen kommunizieren, dass sie die Äquatorprinzipien einhalten würden. Als Konsequenz haben wir eben einen sogenannten Promise-Performance-Gap, das heißt eine Lücke zwischen Theorie und Praxis und insbesondere die sogenannten Dirty Projects oder Dodgy Deals. Das sind wirklich moralisch fragwürdige Projekte mit massiven Menschenrechtsverletzungen für die Lokalbevölkerung, beispielsweise indigene Völker oder eben auch eine Verletzung der Umwelt- und Sozialstandards. Wir haben dies anhand von 4 Banken empirisch untersucht. Wir haben uns 2 Äquatorbanken ausgesucht und 2 Nicht-Äquatorbanken.
Als Äquatorbanken haben wir Barclays und JP Morgan Chase uns ausgesucht und haben uns wirklich angeschaut, in welchen Projekten sind diese Banken aktiv beteiligt. Und wir sehen also eine ganze Reihe von Projekten, von moralisch fragwürdigen Projekten mit entweder massiven Umweltstandardsverletzungen oder eben massiven Menschenrechtsverletzungen, wie beispielsweise im Öl- und Gassektor, im Palmölsektor, im Bergbausektor oder aber zum Beispiel im Mountaintop-Removal-Sektor. Das ist eine Form des Bergbaus, bei der ganze Berggipfel abgesprengt werden. Interessanterweise haben wir keinerlei Unterschiede zwischen den Äquatorbanken und den Nicht-Äquatorbanken festgestellt. Das heißt, alle vier Banken, zu den Nicht-Äquatorbanken gehörten übrigens die Deutsche Bank und die Schweizer UBS, alle vier Banken sind massiv beteiligt in den besonders sensiblen Sektoren wie Öl- und Gasförderung, Bergbau oder Mountaintop Removal. Und besonders eklatant war, dass Barclays und JP Morgan Chase sogar marktführend sind, einmal im Mountaintop Removal Sektor und im Falle von JP Morgan Chase im Kohlesektor. Das heißt, es sind die weltweit führenden Banken im Bereich Öl, Gasförderung bzw. Bergbau. Und das Interessante ist auch, dass beide Banken in den vergangenen Jahren ihr Engagement sogar ausgeweitet haben. Das Interessante ist nun, dass beide Banken, obwohl natürlich eine ganze Reihe von sogenannten Dirty Projects oder Dodgy Deals vorliegen, beide Banken können nach wie vor sagen, dass sie in Übereinstimmung mit den Äquatorprinzipien handeln. Wie ist dies möglich? Wir haben uns dann die verschiedenen Finanzierungsarten mal angeschaut und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass im Falle Barclays maximal 3 Projekte unter die Äquatorprinzipien fallen könnten. Ich sage hier könnte, weil wie zum Beispiel im Fall von Mountaintop Removal in den USA ist die Finanzierungsart unklar. Darüber hinaus sind, wie beispielsweise im Bereich der Kohlefinanzierung in Kolumbien, ist die Finanzierung 2013 ausgelaufen. Und da es sich hierbei um einen Corporate Loan, also einen Unternehmenskredit handelt, wurde dieser Kredit eben nur bedingt von den Äquatorprinzipien abgedeckt, weil erst seit 2013 diese Art der Unternehmensfinanzierung von den Äquatorprinzipien abgedeckt ist. Das heißt, von sämtlichen Dirty Projects, in denen Barclay aktiv beteiligt ist, gibt es lediglich ein Projekt, das ist die Kohlefinanzierung von Barrick Gold, einem kanadischen Bergbauunternehmen, auf das die Äquatorprinzipien tatsächlich zutreffen. Also der große Schwachpunkt der Äquatorprinzipien ist ganz einfach, dass dieser Bereich wirklich sich nur auf die Projektfinanzierung und ein paar angrenzende Unternehmensarten beschränkt und dass damit eben die Mehrzahl von kontrovers diskutierten Projekten überhaupt nicht abgedeckt wird. Noch eklatanter sind die Resultate von JP Morgan Chase, denn hier ist es so, dass keines der moralisch fragwürdigen Projekte unter die Äquatorprinzipien fällt, weil JP Morgan Chase eben vorwiegend Anleihen, Wertpapiere und Aktien ausgibt und damit sich an der Finanzierung der Unternehmen beteiligt. JP Morgan Chase kann daher zu Recht oder aber zu Unrecht auf seiner Homepage damit werben, dass sie EP-compliant sind, dass sie also wirklich die Äquatorprinzipien einhalten würden, weil ja kein Nachweis einer Verletzung dieser Prinzipien nachgewiesen werden kann. Ein zweiter Schwachpunkt, auch wiederum abstellend auf diese verschiedenen Umgehungsstrategien und Schlupflöcher, die es bei dieser CSR-Initiative gibt, ist die sogenannten Berichterstattungspflichten. Denn hier gibt es keine einheitlichen Standards, wie nun diese Äquatorprinzipien, wie man darüber Bericht erstatten sollte. Und wir sehen, dass Barclays im Jahr 2014 nahezu 300, wenn man sogar die Äquatorprojekte noch hinzuzieht, über 300 Projekte finanziert hat, in den unterschiedlichsten Sektoren wie Öl, Gas, Kraftwerksbau, Chemikalien, Infrastruktur, wie auch immer. Und dass lediglich von diesen 300 Projekten, oder knapp 300 Projekten, lediglich 5 unter die Äquatorprinzipien fallen. Und von diesen 5 Projekten gibt es sogar 2 Kategorie C-Projekte, bei denen die Äquatorprinzipien gar nicht greifen, weil diese Projekte als Niedrigrisikoprojekte eingeschätzt werden. Das heißt, wir haben von knapp 300 sind es im Endeffekt 3 Projekte, verteilt auf ein ganzes Jahr, bei denen die Äquatorprinzipien überhaupt greifen. Ähnlich sieht es bei JP Morgan Chase aus. Hier ist es sogar so, dass wir noch nicht einmal die Anzahl der finanzierten Projekte erfahren. Es wird lediglich deutlich gemacht, welche Kategorien
die entsprechenden Projekte eingeordnet wurden, in welchem Sektor, in welcher Region und ob eine unabhängige Überprüfung stattgefunden hat oder nicht. Interessant ist auch, dass bei den projektbezogenen Unternehmenskrediten, dass hier keinerlei unabhängige Überprüfung stattgefunden hat, was eine Verletzung der Äquatorprinzipien bedeutet. Bei beiden Fällen, sowohl bei Barclays als auch bei JP Morgan Chase, bleiben zentrale Informationen unveröffentlicht, wie beispielsweise der Name der Projekte, der Projektbetreiber, das Land, in dem diese Projekte durchgeführt worden sind und beispielsweise auch, was auch besonders interessant für uns Wissenschaftler wäre, zu erfahren, wie viele Projekte wurden von den Banken eben nicht genehmigt aufgrund der Äquatorprinzipien. Kommen wir nun zu den entsprechenden Reformvorschlägen, wie man eben diese Prinzipien entsprechend stärkt. Diese Reformprinzipien zielen, wie gesagt, darauf ab, einen Übergang von einem negativen und impactbasierten hin zu einem positiven und leveragebasierten CSR-Konzept zu realisieren. Ich habe es unterteilt in drei Ebenen. Einmal die Mikroebene, das ist die Ebene der Banken und deren Klienten. Dann die Mesoebene, das ist die Ebene der Equator Principles Association, also der Äquatorprinzipienorganisation. Und die Makroebene, das heißt, was kann der Staat tun, um derartigen Initiativen mehr Rückhalt zu verleihen. Auf der Mikroebene ist insbesondere die Human Rights Due Diligence von zentraler Bedeutung, also so etwas wie eine Sorgfaltsprüfung oder Sorgfältigkeitsprüfung im Hinblick auf die Menschenrechte. Und das in dieser Hinsicht, also bei der Human Rights Due Diligence geht es darum, dass man regelmäßig die entsprechenden länderspezifischen, sektorspezifischen oder auch kundenspezifischen Risikofaktoren untersucht, insbesondere im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsrisiken und das möglichst diese Risiken vermieden werden durch adäquate Managementsysteme und adäquate Kontroll- und Sanktionsmechanismen. Dass hier erheblicher Reformbedarf besteht, zeigen die folgenden beiden Folien. Das ist eine Untersuchung, die durchgeführt wurde von der NGO Banktrack in Zusammenarbeit mit der London School of Economics. Und hier wurde untersucht, wie weit oder welche Maßnahmen haben die Banken, die großen multinationalen Banken bereits getroffen, um die UN Guiding Principles on Business and Human Rights, also die RAGI-Prinzipien, die ich zu Beginn erwähnt habe, umzusetzen. Diese Prinzipien wurden bereits 2011 verabschiedet, das heißt, wir sind jetzt im vierten Jahr nach dieser Verabschiedung. Und wie wir sehen werden, haben sich die meisten multinationalen Konzerne eben bislang relativ wenig um die Umsetzung dieser Prinzipien der Vereinten Nationen gekümmert. Insgesamt wurden 32 multinationale Banken untersucht, das ist jetzt nur die erste Folie. Und es gab insgesamt 12 Kriterien, die allesamt aus diesen UN Guiding Principles extrahiert wurden. Und es konnten insgesamt 12 Punkte realisiert werden. Und die ist, wie gesagt, aufgelistet auch, in welchen Kategorien wie viele Punkte realisiert werden konnten. Also die vier Kategorien waren einmal Policy Commitment, das heißt, dass es einen gewissen Unternehmenskodex gibt, eine gewisse Menschenrechtsagenda innerhalb der Banken, in der beispielsweise ein Wertekanon den Mitarbeitern vermittelt wird, wie man in ethischen Dilemmasituationen umgeht. Zweitens war dann dieses Due Diligence Commitment, das heißt wirklich eine Verpflichtung oder ein öffentliches Bekenntnis zu derartigen Due Diligence Verfahren, also Sorgfältigkeit oder Risikoprüfungsverfahren. Dann in der dritten Kategorie ging es um Berichterstattungspflichten, also berichten Banken wirklich über ihre Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsrisiken. Und was besonders entscheidend ist, ist der Zugang zu Beschwerde- und Rechtsmitteln. Das heißt, schaffen Banken wirkliche Rechtsmittel oder Beschwerdemechanismen, die es beispielsweise indigenen Völkern ermöglichen, hier Beschwerden offiziell vorzubringen. Insgesamt konnten, wie gesagt, 12 Punkte realisiert werden. Und der Durchschnittswert liegt tatsächlich bei 3. Das sieht man insbesondere, wenn man auf die zweite Folie klickt. Hier sieht man, dass relativ viele Banken zwischen 0 und 2 Punkten abgeschnitten haben, von 12. Und interessanterweise sind auch ein paar Schwergewichte darunter, wie beispielsweise die Deutsche Bank, HSBC oder auch die Bank of America. Besonders eklatant sind jedoch die japanischen Banken und insbesondere die chinesischen Banken. Warum erwähne ich dies? Weil insbesondere die chinesischen Banken zu den größten Banken weltweit zählen oder aber zu den größten Projektfinanzierern weltweit zählen. Das heißt, die meisten Projekte, wie beispielsweise Staudämme, Minenprojekte, Bergbauprojekte und so weiter, finden eben in den Schwellenländern und insbesondere in den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika statt.
Und eine große Schwäche der Äquatorprinzipien ist, dass eben ein Großteil gerade der chinesischen, aber auch der indischen Banken und der russischen Banken nicht Mitglied dieser Initiative ist. Das heißt, es handelt sich hier überwiegend um eine westliche, nordamerikanische oder westeuropäische Initiative. Besonders eklatant sind vier Ergebnisse dieser Studie. Zum einen ist es so, dass zwar die Hälfte der evaluierten Banken hat zwar gewisse Menschenrechtspolitiken oder Menschenrechtsagenden verabschiedet und umgesetzt, nichtsdestotrotz gibt es aber 10 Banken, bei denen dies bislang kaum der Fall war. Das heißt, es gibt noch nicht einmal ein öffentliches Bekenntnis zu den Menschenrechten bei den großen Banken. Und das ist doch besonders erschreckend, wenn man insbesondere an die Deutsche Bank denkt oder an beispielsweise HSBC. Das heißt, man findet bislang, das war Stand Ende 2014, kaum öffentliche Informationen dieser Unternehmen, die den Schutz der Menschenrechte besonders hervorstellen würden. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass der Verweis auf diese Due Diligence-Prozesse, das heißt insbesondere auf die Verzahnung von dieser Human Rights Due Diligence mit der rechtlichen Due Diligence und der finanziellen Due Diligence, bislang fast entweder unterentwickelt ist oder minimalistisch ausgeprägt ist. Dritter Punkt, fast kaum eine Bank hat Punkte bekommen für die Berichterstattung. Das heißt, man findet auch keinerlei Informationen, wie wurden beispielsweise Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsrisiken bei den Banken konkret beantwortet, welche Maßnahmen wurden getroffen und wie haben diese Maßnahmen gegriffen. Und besonders erschreckend ist natürlich die letzte Säule, das ist die dritte Säule des Ruggie-Konzeptes, der Zugang zu Rechtshilfe und Beschwerdemechanismen. Das heißt, hier ist keine Bank, keine von den 32 untersuchten Banken hat hier mehr als 0,5 Punkte realisiert. Das heißt, keine der Banken ist sich auch nur im Ansatz bewusst, dass es gewisse Rechtsmittel oder gewisse Beschwerdemechanismen geben muss, die beispielsweise indigenen Völker die Möglichkeit gibt, bei gewissen Missständen Protest einzulegen. Neben dieser Human Rights Due Diligence gibt es natürlich noch weitere wichtige Maßnahmen, die Banken ergreifen könnten, um einer positiven und leverage-basierten Unternehmensverantwortung gerecht zu kommen. Ich habe hier ein paar aufgelistet. Zunächst einmal geht es darum, ein adäquates Value Chain Screening und Monitoring. Das heißt, es geht um eine adäquate Kontroll- und Aufsichtsfunktion der Banken im Hinblick auf ihre Wertschöpfungskette. Das heißt, es geht auch darum, dass multinationale Banken gewisse Kontrollmechanismen implementieren sollten, die auch ihre Klienten, die Kreditnehmer betreffen. Dann besonders wichtig, weil es halt eben auch das achte Prinzip der Äquatorprinzipien ist, die sogenannten Covenants. Das heißt, es gibt bereits Vertragsklauseln, die Bestandteil dieser Kreditvereinbarung sind, zwischen der Bank und den Kreditnehmern, in denen gewisse Verpflichtungen, beispielsweise im Hinblick auf die Risikoprüfung, auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und auf gewisse Managementsysteme und Aktionspläne verweisen. In der wissenschaftlichen Literatur wird dann häufig gefordert, warum man nicht dann auch gewisse Menschenrechtskreditklauseln oder Vertragsklauseln implementieren könnte. Das heißt, die Banken könnten beispielsweise von ihren Klienten verlangen, dass sie gewisse Due Diligence-Prozesse implementieren, dass sie gewisse Stakeholder-Dialoge implementieren und dass sie auch gewisse Rechtshilfe- und Beschwerdemechanismen implementieren. Und das wiederum würde Banken beispielsweise die Möglichkeit geben, sofern die Klienten, sofern die Kreditnehmer einen derartigen Nachweis nicht bringen, dass hier dann entsprechende finanzielle Mittel widerrufen werden oder eben weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden können. Das heißt, es gibt hier eine explizite Druckoption oder eine explizite Exit-Option. Das heißt, Banken könnten tatsächlich hier Druck auf ihre Klienten ausüben, wenn sie gewisse Umwelt- und Sozialstandards nicht einhalten, dass sie dann eben mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehungen drohen. Darüber hinaus, besonders aktuell natürlich in diesen Zeiten, gerade seit Dienstag, seitdem die Allianz eine gewisse Divestment-Strategie verkündet hat, das heißt, Banken könnten natürlich auch öffentlich verkünden, dass sie sich aus gewissen besonders sensiblen, weil kritischen Sektoren, wie beispielsweise der Öl-, Gas- und Kohleförderung heraus, dass sie dort ihre Investments abziehen. Darüber hinaus könnte man natürlich auch daran denken, dass Banken gezielten Human Rights Lobbyismus, also Menschenrechtslobbyismus und eine Anwaltschaft für die Menschenrechte, wie das Wettstein formuliert, nachgehen. Und dieser Lobbyismus könnte beispielsweise dahingehend gehen, dass Banken
sich aktiv für bessere Industriestandards, für effektivere Industriestandards, beispielsweise in Form der Äquatorprinzipien einsetzen. Sie könnten auch dafür sorgen, dass Sie könnten eng mit den Gast- und Heimatländern zusammenarbeiten, dass sich eben auch die Nationalstaaten aktiv für die Durchsetzung und die Realisierung der Menschenrechte einsetzen, insbesondere in Schwellenländern und sogenannten Entwicklungsländern. Und Sie könnten dafür sorgen, dass in Ihrer Wertschöpfungskette eben derartige Standards Geltung beanspruchen. Kommen wir zur Meso-Ebene. Das ist die Ebene der Äquatorprinzipienorganisation. Was könnte die Organisation tun, um die Äquatorprinzipien nachhaltig zu stärken? Hier ist es insbesondere wichtig, über Sanktionsmechanismen zu reden. Das heißt, bislang gibt es, wie gesagt, keinerlei Sanktionsmechanismen. Die Banken können selbst bei einem Ausschluss, können sie die Äquatorprinzipien erneut verabschieden, erneut unterzeichnen. Es gibt lediglich eine kurze Ausschlussfrist. Aber sie können, wie gesagt, nicht ausgeschlossen werden dafür, dass sie die Äquatorprinzipien verletzen. Lediglich, wenn sie die Mitgliedsgebühr nicht zahlen oder wenn sie eben den Berichterstattungspflichten nicht nachkommen. Und ein derartiger Ausschluss ist meines Erachtens unablässig, wenn man eben darauf hinwirken will, dass eben alle Mitgliedsbanken sich aktiv für die Einhaltung einsetzen. Dann benötigen wir natürlich auch gewisse Leistungskriterien und Leistungsstandards. Das heißt, Standards, die uns helfen können, wirklich zu überprüfen, ob die Prinzipien nun eingehalten werden oder nicht eingehalten werden. Und wir brauchen auch so etwas wie minimale Zugangsvoraussetzungen. Das heißt, dass nicht alle Banken Mitglied dieser Initiative werden können, sofern sie eben nicht gewisse Minimalbedingungen, wie beispielsweise Due Diligence, wie beispielsweise Stakeholder-Dialoge oder eben wie beispielsweise Beschwerdemechanismen vorab implementieren. Das heißt, dies könnte wirklich als Nachweis verlangt werden, um überhaupt Mitglied dieser Organisation werden zu können. Dann ist natürlich auch besonders wichtig, die Organisation selbst zu reformieren. Das heißt, hier geht es insbesondere um eine verbesserte finanzielle und personelle Ausstattung. Bis heute ist es so, dass die Banken, um Mitglied werden zu können, lediglich 5.000 US-Dollar als Mitgliedsbeitrag zahlen können, jährlich. Das heißt, wir reden hier von einem jährlichen Budget der Organisation von etwa 400.000 US-Dollar bei 80 Instituten. Zudem hinzu kommt, dass das Sekretariat überwiegend auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis geführt wird. Das heißt, hier haben wir natürlich auch einen Mangel an Professionalität und an Expertise. Zudem wäre es natürlich sinnvoll, dann auch gewisse Beratungsgremien zu schaffen, denen insbesondere auch NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen eine gewisse Beratungstätigkeit ausüben können. Das würde auch Banken und deren Klienten auch helfen, ein gewisses Feedback zu bekommen, wie diese Standards eben in der Realität wirken und wie sie vor allen Dingen verbessert werden können. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir auch eine Erweiterung des inhaltlichen Anwendungsbereichs, aber auch des regionalen Anwendungsbereichs haben. Inhaltlich meine ich, sollten die Äquatorprinzipien nicht nur auf die Projektfinanzierung beschränkt sein, da die Projektfinanzierung etwa 5% des Gesamtumsatzes der multinationalen Banken ausmacht. Sie sollte weit darüber hinausgehen und insbesondere auch das Investmentbanking umfassen. Zweitens geht es auch darum, die regionale Anwendung dieser Prinzipien auszuweiten. Das heißt insbesondere hier auch eine entsprechende Outreach-Strategy zu fahren, mit deren Hilfe es gelingen könnte, auch die Banken aus China, aus Russland und aus Indien zu einem Beitritt zu bewegen. Weil ohne diese großen multinationalen Banken aus China und Indien wird es eben kaum gelingen, eine weltweite Garantie dieser Standards zu ermöglichen. Letzter Punkt ist die Rolle der Nationalstaaten. Hier könnte man beispielsweise darüber diskutieren, ob es nicht so etwas wie Third-Party-Beneficiary-Rights gibt für von einem Projekt betroffene Bevölkerungsgruppen. Das gibt es bereits in den USA. Stichwort wäre hier Alien Torts Claim Act. Oder aber auch in Kanada gibt es entsprechende Bewegungen dahingehend, dass lokale Bevölkerungsgruppen, beispielsweise in Lateinamerika oder in Afrika, wo diese Projekte finanziert werden, die Möglichkeit erhalten, Klagen einzureichen in den Heimatländern der Banken, in den Heimatländern der Projektbetreiber. Das würde beispielsweise bedeuten, wenn Barrick Gold, ein großer Bergbaukonzern aus Kanada, wenn er eben massive Menschenrechtsverletzungen in Guatemala betreibt, wie es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass die Lokalbevölkerung oder eben NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen die Möglichkeit haben, Klage vor kanadischen Gerichten einzureichen. Und dann natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, dass der Nationalstaat natürlich besonders aktiv wird. Hier gibt es auch wiederum Initiativen aus den USA, wie beispielsweise der California Transparency in Supply Chains Act, der gesetzlich Maßnahmen verabschiedet hat, wie Banken und andere multinationale Unternehmen
Druck ausüben können, um insbesondere in ihrer Wertschöpfungs- und Lieferkette für die Durchsetzung von Umwelt- und Sozialstandards zu sorgen. Und auch der sogenannte Dodd-Frank Financial Reform Act, der nach der Finanzmarktkrise realisiert wurde, enthält ebenfalls ein Kapitel, wie der Staat regulierend tätig werden kann bei den Wertschöpfungs- und Lieferketten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Quater-Prinzipien zwar ein großes Potenzial im Hinblick auf wirtschaftsethische Prinzipien oder auf die Durchsetzung und Realisierung von Menschenrechten weltweit hat, dass es aber nach wie vor einen großen Reformbedarf gibt. Und die Frage ist eben, ob die Finanzinstitute willens und in der Lage sind, derartige Reformmaßnahmen zu ergreifen, die meines Erachtens absolut nötig sind, oder ob sie sich mit dem Status quo der Äquator-Prinzipien und anderer CSR-Initiativen zufrieden geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.